Das Titel für meinen Vortrag habe ich gewählt, was Thai uns über das Erwachen lehrt. Ja, ich werde mal kurz erläutern, wie ich auf das Thema gekommen bin. Und den Inhalt habe ich dann gegliedert in drei Fragen mit je drei Antworten. Ja, losgegangen ist das Ganze, als mein Mentor in den Ordensverteiler eine E-Mail geschrieben hat. Und da lese ich jetzt einen Abschnitt daraus vor. Seit einigen Monaten beschäftigt mich eine Frage sehr, sehr intensiv. Sie brennt geradezu. Wo ist in unserer Tradition der Aspekt zu finden, konkret das Erwachen, das wirkliche Erfahren und Leben der Buddha-Natur zu realisieren? Dann kamen diverse Antworten so aus dem Ordensverteiler. Das ist so ein E-Mail-Verteiler. Und ja, die haben bei mir alle so ein bisschen so ein komisches Gefühl hinterlassen. Die meisten Antworten, die drehten sich darum, warum das Erwachen kein Thema ist bei Thai und warum Thai nicht drüber spricht. Und wenn überhaupt, dann ging es mal so eher darum, dass das ja nur ein kurzes Ereignis sei und alles wäre vergänglich und man spricht sowieso nicht drüber. Ja, und da war ich einmal nicht zufrieden damit und dann bin ich allerdings auch hellhörig worden. So ähnlich, wenn man sich ein neues Auto kauft, einen weißen Golf, dann sieht man überall weiße Golfseen. Und so habe ich dann plötzlich, egal wo wir was gelesen haben von Thai, überall über Erwachen gelesen. Und das war letztes Jahr, wo die E-Mail rumging, im Sommer sowas. Und seitdem habe ich dann auch eine Sammlung angelegt und Zitate gesammelt und Stellen, wo Thai darüber spricht. Ja, und die schwierigste Arbeit so in den letzten Wochen, wie dann jetzt der Termin konkret war, war dann aus dieser großen Sammlung das zu komprimieren und ja in eine Form zu bringen, dass ihr auch einen Nutzen draus ziehen könnt. Und ich habe mir das jetzt so überlegt, ich habe drei so Kernfragen habe ich dazu formuliert. Das ist, was ist Erwachen? Wozu braucht man überhaupt Erwachen? Und dann, wie kann ich selber Erwachen realisieren? Da haben wir gedacht, das wären vielleicht Fragen, wo der eine oder andere was anfangen kann damit. Und habe dann die Zitate dann so ausgewählt, dass sie zu diesen Fragen dann Antworten liefern. Ein bisschen würzen werde ich das dann noch mit so persönlichen Erfahrungen und Beispielen, wie ich das so im eigenen Alltag so integriere. Dann fangen wir gleich mal an. Was ist Erwachen? Und da gibt es eben von Thai drei interessante Antworten. Euch ist vielleicht schon aufgefallen, wenn ich sage, eine Frage und drei Antworten. Also man sieht schon, das Thema ist nicht so eindeutig, dass man eine Frage, Antwort und abgehakt. Und Thai hat hier sehr interessante Antworten. Die erste kommt aus dem Buch, das wir zurzeit am Montag lesen. Kein Schlamm, kein Lotus. Und ich lese das einfach mal vor. Vielleicht noch als Vorbemerkung, Erleuchtung und Erwachen wäre ich jetzt so eher synonym benutzen als Begriff. Mir gefällt Erwachen besser, aber hier taucht jetzt gerade einmal Erleuchten auf. Also Erleuchtung ist immer Erleuchtung über etwas. Sie sind gewahr, dass sie am Leben sind. Das ist bereits Erleuchtung. Sie sind sich bewusst, dass sie einen Körper haben. Das ist schon Erleuchtung. Sie sind gewahr, dass ihre Füße stark genug sind, ihnen ein genussvolles Gehen zu ermöglichen. Auch das ist Erleuchtung. Also zusammengefasst schreibt er hier, dass quasi das Bewusstsein oder auch die Achtsamkeit, wenn man die übt, dass das schon Erleuchtung ist. Und ich habe mir so gedacht, das ist quasi so auch, wie Thai seine Vorträge aufbaut. Er fängt da immer an mit den einfachen Dingen. Ich atme ein, ich atme aus. Und gerade Erwachen ist vielleicht sowas, wo man so ehrfürchtig nach oben schaut und um Gottes Willen, ob ich das erreichen kann. Ja. Und hier hat mir so gefallen, dass Thai die Schwelle ganz niedrig ansetzt. Ja, wenn ich mir gewahr bin, bewusst bin, was gerade jetzt im Moment los ist mit mir, dann passt schon. Das ist schon Erwachen. Aber das ist erst die erste Antwort. Wenn jetzt jemand sagt, das reicht mir aber nicht, ich will schon ein bisschen mehr. Gibt es dann die zweite interessante Antwort. Das kommt aus einem Zitat von Thai aus dem Internet. Die genaue Stelle, also Buch oder so, habe ich nicht. Ich bin ja Mitglied in Facebook und da gibt es auch eine Gruppe von Plum Village und auch eine für Plum Village Zitate.
Und da kommen so immer wieder, kommen da Zitate, ganz interessante Sachen, allerdings leider ohne genaue Quellenangabe. Da ist es eins davon, aber passt recht gut. Ich lese wieder vor. Erleuchtung oder Erwachen wächst beständig. Es ist nicht etwas, was einmal passiert und dann komplett ist. Das hat mir also auch recht gut gefallen, dieser Satz. Weil Thay eben nicht sagt, dass Erwachen so ein einmaliges Ereignis ist, so ein Satori. Und danach vergeht es wieder. Und manche sagen ja, alles ist vergänglich, ja, das Erwachen ist vergänglich. Sondern, dass er hier darauf hinweist, dass es was ist, was wächst, beständig. Und ich sehe das natürlich so, dass eben unsere Übung, die wir machen, dass das dazu beiträgt, dass es wächst. Also egal ob Sitzen oder Gehmeditation oder achtsames Essen und Trinken. Also all diese Übungen der Achtsamkeit, ja, dass das alles Mittel sind, um uns in der Erleuchtung quasi weiterzubringen. Und nicht auf ein fernes Ziel, dass wir irgendwann einmal erleuchtet werden, so in 10 Jahren oder so. Sondern wir sind es ja schon, wenn wir achtsam sind. Und das tut uns kontinuierlich helfen dabei oder bringt uns kontinuierlich weiter. Und dann gibt es noch die dritte Antwort auf die Frage, was ist Erleuchtung? Das ist, sagen wir jetzt, so die schärfste Antwort, die für Fortgeschrittene. Da bin ich dann auch erst drauf gestoßen, wie wir hier in der Sangha das Herz-Sutra geübt haben. Das war das erste Mal in Hohenau und einmal haben wir es auch hier schon gemacht, so mit Beamer und so, wer dabei war. Und da gibt es einen wunderschönen Kommentar dazu von Thay, warum er damals das Herz-Sutra neu geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob das allen so klar ist oder ob die das mitgekriegt haben. Ich glaube, das war ja im Jahr 2014, wo Thay das Herz-Sutra, also den Kerntext im Zen, der seit 1000 Jahren unverändert ist, wo er so locker mal gesagt hat, so ganz sauber ist das nicht formuliert, er formuliert das jetzt besser. Fand ich überhaupt schon mal toll, dass er das macht. Und dann gibt's einmal den neuen Text, gibt's auch auf den Internetseiten intersein.de. Und es gibt auch einen Kommentar dazu. Und da schreibt er einen Teil, der sehr schön auf die Frage passt, was ist Erleuchtung? Thay bedauert nur, dass der Patriarch, der das Herz-Sutra niederschrieb, nicht den 4 Worten, keine Geburt, kein Tod, die 4 Worte, kein Sein, kein Nichtsein, unmittelbar folgen ließ. Denn diese 4 Worte würden uns helfen, die Vorstellung von Sein und Nichtsein zu transzendieren. Und wir wären nicht länger in solchen Ideen wie kein Auge, kein Ohr, keine Nase, keine Zunge gefangen. Das ist jetzt zwar so ein bisschen aus dem Zusammenhang rausgezogen, das ist ein sehr humorvoller Kommentar, also den kann ich eben sehr empfehlen. Was mir eben da so gefallen hat, war dieser Schlüsselsatz, also die Vorstellung von Sein und Nichtsein soll man transzendieren. Allein schon das Wort transzendieren, das war immer ein Wort, wo ich vor 20 Jahren schon damit gehadert habe, weil mir nicht so ganz klar war, erstens, was ist es so ganz genau und zweitens, wie mache ich das? Ich bin ja eher ein Typ, der gerne was konkret macht. Ja, und dann sagt er auch noch die Vorstellung von Sein und Nichtsein. Und so im Alltag ist es ja eigentlich immer klar. Also entweder ich bin gesund oder krank oder ja, ich bin hier oder ich bin woanders. Oder das Glas, das ist voll oder es ist leer. Ja, und das jetzt zu transzendieren, das ist also schon, sagen wir mal, anspruchsvoller. Ja, und ich habe das jetzt einmal so zusammengestellt. Ich fand es recht schön, dass quasi ein Lehrer, Thay, uns 3 so verschiedene Antworten gibt. Die eine Antwort, wenn ich bewusst bin, dass ich gehen kann, dann bin ich schon erleuchtet. Bis zu dem dann Sein und Nichtsein zu transzendieren. Also da ist immer noch ein Übungsfeld da. Und dazwischen noch, dass wir durch die tägliche Übung immer ein Stückchen weiterkommen. Ja, die zweite Frage, die ich uns stellen möchte, ist, wozu ist das Erwachen gut überhaupt? Und da gab es auch wieder ein schönes Zitat, das kam diesmal aus dem Ordensverteiler. Ich war so frei und habe das dann gleich, was mir so gut gefallen war, habe das hier so ein bisschen umgesetzt, habe ein Bild von Thay dazu gemacht und das hängt seitdem bei mir an der Wand.
Ich habe auch ein paar kleinere Exemplare gemacht, die man aber immer noch lesen kann, wenn man nah genug dran ist. Wem das auch gefällt, kann dann hinterher kommen und sich da eins mitnehmen. Aber ich lese jetzt mal erst das Zitat vor, was Tai uns da schreibt. Und es kommt übrigens aus dem Buch, das habe ich auch hier mitgebracht. Manche kennen es vielleicht und lieben es. Schlüssel zum Zen. Das ist ein sehr altes Buch vom Tai, wo Tai viel über das Verständnis von Zen und Erleuchtung und so schreibt. Es gibt es leider nicht mehr neu aufgelegt, es gibt es quasi nur noch im Gebrauchtwarenhandel. Ja, Medimops oder sowas. Ja, und Tai schreibt, was uns fehlt, ist nicht eine Ideologie oder Lehre, die die Welt retten könnte. Uns fehlt die Achtsamkeit darauf, was wir sind und wie unsere Lage tatsächlich beschaffen ist. Wir müssen aufwachen, um wieder unsere Würde als freier Mensch zu entdecken. Wir reiten auf einem galoppierenden Pferd, dessen Zügel uns entglitten sind. Unsere Rettung kann nur darin liegen, dass wir eine neue Kultur entwickeln, in der die Menschen ermutigt werden, ihre tiefste Natur wiederzuentdecken. Ja, also einmal schreibt er ein Thema, das man vielleicht durchaus nachvollziehen kann, dieses mit dem Pferd, auf dem wir reiten, dem die Zügel entglitten sind. Wenn man das so in den Nachrichten verfolgt, wie immer mehr Wirtschaftswachstum sein muss und immer noch mehr Wachstum und dann kommt eine Finanzkrise nach der nächsten und die Rohstoffe werden knapp und werden immer weniger, auch wenn der Ölpreis rauf und runter geht, aber das Ende ist abzusehen. Und ja, was man dann so hört in den Medien, heißt nur, ja, wir brauchen noch mehr Wachstum, dann sind die Probleme erledigt, aber ja, so richtig neue Ideen hört man sehr, sehr wenig. Ja, und was Tai quasi als Gegenmittel uns dazu empfiehlt, ist nichts Geringeres als das Aufwachen. Und er formuliert es hier so, um unsere Würde als freier Mensch zu entdecken. Ja, da steckt einmal drin zu entdecken, das heißt, Tai sagt, wir haben eigentlich jeder diese Würde. Sie ist schon da und es geht darum, sie zu entdecken. Ja, und da hätte ich auch ein paar Beispiele so von mir raus. Also ich habe schon ein paar Mal erzählt, ich habe vor einigen Jahren meine Arbeitszeit reduziert. Und das war damals also ein unvorstellbarer Schritt für mich, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich war so gewohnt und so froh, diese Arbeit zu haben und auch 40 Stunden arbeiten zu dürfen und viel Geld zu verdienen. Und habe aber dann gemerkt, dass das halt meiner Gesundheit einfach nicht gut tut. Damals ist der Tinnitus gekommen und der hat vor sich hingepfiffen. Und ja, es hat aber lange gebraucht und viel Überlegung, bis ich mich getraut habe, mal zu fragen, meine Chefs, ob ich den mal um 8 Stunden reduzieren könnte. Und ja, meine Chefs haben ja gesagt. Und ich glaube, 1,5 Jahre später habe ich mich dann noch einmal getraut, auch wieder nach Überwindung, noch einmal zu reduzieren um 8 Stunden. Ja, und das Allerneueste, wo ich auch wieder eine Zeit lang gebraucht habe, um mich durchzuringen, da gab es von meiner Firma ein Angebot für eine Auszeit, für ein ganzes Jahr. Und man kriegt ein Drittel Gehalt und tut ein Jahr nichts arbeiten. Und im ersten Moment dachte ich schon, das wäre schön, aber dann hat es so in mir gewurmt, das kannst du nicht machen, ein Jahr nichts tun und was sollen da die Leute sagen und was hätte deine Mutter da gesagt, gell? Und ach, um Gottes Willen. Und da bin ich war damals in München, bin ich heimgefahren und bin nach Pfaffenhofen gefahren und auf dem Weg dazu da vorbeikommen, wo mein Bruder früher gewohnt hat. Der ist ja gestorben vor 10 Jahren jetzt mittlerweile. Und dann habe ich mir so gedacht, ah, schade, dass mein Bruder nicht mehr lebt, dann könntest du zu ihm fahren und ihm mal fragen, was er sagen würde. Und in dem Moment habe ich so gehört, dass wenn er hinter mir sitzen würde, was er sagen würde, er würde einfach sagen, ja Arno, mach's doch. Ein Jahr arbeiten und trotzdem ein Drittel Geld kriegen fürs Nichtstun, ja mach's doch. Ich habe dann zwar immer noch eine Nacht drüber geschlafen, weil so ganz geheuer war mir das nicht, aber dann habe ich mich getraut. Ja, und jetzt merke ich, mir geht's sehr gut damit. Und auch die anderen Leute, also meine Kollegen, auch Kunden, die nehmen das sehr gut auf. Also ich bin ganz überrascht, ganz angenehm. Ja, es geht. Dann habe ich noch eine zweite Antwort
auf die Frage, wozu ist das Erwachen gut? Geht es auch wieder schon einen Schritt weiter? Ich lese wieder mal vor. Wir müssen aufwachen zu der Tatsache, dass alles mit allem verbunden ist. Unsere Sicherheit und unser Wohlbefinden können nicht mehr als individuelle Angelegenheit betrachtet werden. Wenn Sie nicht sicher sind, gibt es keine Möglichkeit, dass wir sicher sein können. Die Sorge um die Sicherheit anderer Leute führt zu unserer eigenen Sicherheit. Sich um das Wohl der anderen zu kümmern, heißt, sich um unser eigenes Wohl zu kümmern. Es ist der Geist der Diskriminierung und Trennung, welcher die Grundlage von Gewalt und Hass ist. Ja, und das hat mich gerade besonders angesprochen, wenn ich so das mitverfolge, was in Nordkorea oder mit Nordkorea zurzeit passiert. Da gibt es die USA auf der einen Seite und Nordkorea auf der anderen Seite. Und jeder fühlt sich bedroht von dem anderen, er fühlt seine Sicherheit bedroht und macht dann wieder einen Schritt und dann fühlt sich der andere wieder bedroht und der eskaliert dann auch wieder einen Schritt weiter. Und es geht hin und her und es geht nur in die falsche Richtung. Ja, und es ist genau das, was Tai hier schreibt. Wenn eine Seite sich auch um die Sicherheit der anderen Gedanken macht, dann könnte man es deeskalieren. Dann könnte die andere Seite sehen, ah ja, meine Sicherheit ist ja mehr berücksichtigt, dann muss sie nicht weiter provozieren und dann könnte es eine Spirale in die richtige Richtung gehen. Ja, und eingeleitet hat Tai das Zitat, wir müssen aufwachen zu dieser Tatsache. Das ist auch wieder ein Bewusstwerden, aber schon ein anspruchsvolleres Bewusstwerden und vor allem zu der Tatsache, dass alles mit allem verbunden ist. Und da gibt es ja gerade von Tai das berühmte Wort Intersein. Das ist ja gerade die Wortschöpfung, wo Tai das so schön beschreibt mit einem Wort. Und es ist ein Übungsfeld, das man also in viele, viele Felder oder Lebensbereiche ja einbringen kann. Ich möchte jetzt ganz bewusst gar nicht noch mehr Beispiele bringen, sondern vielleicht eher ermutigen oder ermuntern dann in der Gesprächsrunde. Vielleicht fallen euch da selber noch mehr Dinge ein. Ja, aufwachen zu der Tatsache, dass alles mit allem verbunden ist. Ja, und an dritter Stelle habe ich noch ein Zitat aus meinem Lieblingsbrief vom Tai, wo es um die globale Klimakatastrophe geht. Das ist aus dem Jahr 2007, Oktober 2007. Also praktisch ja, fast genau 10 Jahre her. Und es sind zwei Teile, die ich daraus genommen habe. Wir wissen, ohne ein kollektives Erwachen haben die Erde und die Lebewesen keine Chance auf Rettung. Unser tägliches Leben muss beweisen, dass wir erwacht sind. Und der zweite Teil, nur durch kollektives Erwachen können wir genügend Entschlossenheit für unser Handeln schaffen. Zum einen bringt Tai jetzt hier einen ganz neuen Aspekt quasi ins Spiel. Es ist dieser schöne Ausdruck kollektives Erwachen. Und das schreibt und sagt er auch an diversen Stellen. Und eigentlich, wenn man konsequent dieses Intersein weiterspinnt, jeder ist mit jedem verbunden, alles ist mit allem verbunden. Wir sind mit den Mücken verbunden, die am Ammersee schwirren und so und wo sich Menschen bedroht fühlen und sie, ja, bekämpfen wollen. Wir sind mit allem verbunden. Und es wäre dann eigentlich ein kompletter Widerspruch, wenn jetzt eine Person von sich behaupten würde, ich bin erleuchtet. Und wenn man mit allem verbunden ist und alle anderen wären nicht erleuchtet. Also das geht ja schon gar nicht. Ja, und Tai schreibt hier so schön von diesen, oder er verwendet diesen Begriff kollektives Erwachen. Und gerade bei dem Thema Erde retten und Klimaschutz, um das es ja geht in dem Kurs, wird das auch ganz offensichtlich. Also ich habe ja basierend auf dem Brief mit ein paar Jahren Verzögerung, habe ich mich dann entschlossen zu dieser veganen Lebensweise. Da rät ja Tai in diesem Brief dazu. Und da ist es offensichtlich, wenn ein Mensch vegan sich ernährt und Millionen, Milliarden andere auf der Welt es eben nicht machen, dann ist es ja weniger wie ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Und kollektives Erwachen ist eben das Stichwort. Und darum schreibt Tai auch in dem Brief, dass man nicht so hart unterscheiden muss. Also vegan ganz streng, so ohne Ei, ohne Milch oder was weiß ich von der Ernährung her. Sondern er sagt, wenn es einem nicht möglich ist, jetzt ganz auf Fleisch zu verzichten, ja, ist es auch schon eine Hilfe, wenn man halb so viel Fleisch isst. Oder wenn es einem nicht möglich ist, auf Milch und Eier zu verzichten, ja, vielleicht kann man dann nur Milch trinken und keine Eier. Oder auch deshalbieren. Also da macht auch Tai recht deutlich diesen graduellen Weg. Ihm ist quasi lieber, dass viele Menschen ein bisschen was machen, über ihre Ernährung nachdenken. Und dem Zusammenhang zwischen Ernährung und Klimawandel ist vielleicht, das sollte ich noch mal erwähnen, weil es vielleicht nicht jedem so bekannt ist. Also da gibt es eine Studie von irgend so einer UN-Organisation, die quasi dort schreiben, dass durch diese Viehwirtschaft mit den Kühen und gerade mit dem Mais, das die essen, dass einfach die Kühe dermaßen viel Methan ausstoßen und das Methan ja viel schlimmer ist wie das CO2. Und im Endeffekt ist es gleichwertig oder gleich schlimm. Sämtlicher Verkehr auf der ganzen Welt ist genauso klimaschädlich wie die Nutztierhaltung. Und das hat mich damals schon ziemlich überrascht und habe es seitdem aber auch an vielen anderen Stellen gelesen. Aber das Interessante eben, es geht nicht darum, dass jetzt einzelne Leute sagen, ich wäre jetzt 100% und ganz streng, sondern Teil ist viel wichtiger, dass viele Menschen das bewusst werden und kleine Schritte in die richtige Richtung gehen. Und hier schreibt er eben so schön, kollektives Erwachen. Also auch wenn die Madeleine mal wieder vegane Kekse mitbringt, diese Herzkekse, ich weiß nicht, ob heute welche da sind. Gut. Einen Herzkeks ist schon ein Stück Erwachen. Juh. Ja, wir haben jetzt also gehört, wozu das Erwachen gut ist. Also es geht immerhin man kann so sagen, um die Sicherheit der ganzen Welt und um das Fortbestehen der ganzen Welt. Also doch, durchaus wichtig. Und wenn sie jetzt die Frage stellt, ja, wie kriegen wir das denn hin, das Erwachen? Wie mache ich's? Wie kann ich's verwirklichen? Ja, da habe ich auch wieder drei Antworten von Tai zusammengestellt. Und die erste kommt aus den 14 Achtsamkeitsübungen. Es sind da, wer Mitglied im Intersein-Orden ist, der hat ja die 14 Achtsamkeitsübungen angenommen. Und hier am Tag der Achtsamkeit tun wir auch abwechselnd an den ungeraden Monaten die 5 Achtsamkeitsübungen rezitieren und an den geraden die 14 Achtsamkeitsübungen. Und hier ist ein Teil. Ich habe jetzt nicht dazu geschrieben, welche das ist, aber ich glaube, die 10. war es, aber ist ja nicht so wichtig. Ich lese es mal vor. Wir werden aktiv an der Verwirklichung von Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit mitwirken, als ein Fluss fließen und uns darin üben, die drei wahren Kräfte, Liebe, Verstehen und das Loslassen von Anhaftungen zu entwickeln, um kollektives Erwachen zu verwirklichen. Also einmal ist hier natürlich auch wieder das kollektive Erwachen drin, also scheint Tai also wirklich sehr wichtig zu sein, wenn er es auch in den 14 Achtsamkeitsübungen aufnimmt. Dann schreibt er eben auch, dass wir Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit verwirklichen sollen oder daran arbeiten sollen, als Einfluss fließen. Ja, und uns darin üben, die drei wahren Kräfte, Liebe, Verstehen und Loslassen von Anhaftungen zu entwickeln. Ja, Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit, ich glaube, das tun wir schon praktizieren, allein wenn wir hier zusammenkommen. Und gerade heute, wenn es dieses wunderschöne Buffet draußen gibt, wo wir alle zusammenarbeiten, jeder hat Essen für jeden quasi mitgebracht. Aber auch schon, wenn man hier kommt, die Vorbereitung dazu für so einen Tag, wie viele Leute da zusammenhelfen, jeder macht so an seinem Platz so verschiedene Kleinigkeiten. Auch während dem Tag der Achtsamkeit. Es ist so viele, ja, Dinge auch schon allein durch das Dasein von euch. Jeder trägt dazu bei, dass das ein schöner Tag wird und wo man auch was mitnehmen kann. Ja, und Tai schreibt ja eben auch, dass das auch alles eine Übung ist, um Erwachen zu verwirklichen. Also, es lohnt sich, könnte man sagen.
Ich wollte auch noch ein persönliches Beispiel dazu machen, wie ich mich quasi darin übe, so aus einem Fluss zu fließen. Und zwar gibt es da so eine schöne Anekdote, wie wir hier das erste Mal das Achtsamkeitszentrum angeschaut haben, die Räume, und wie es dann so konkret worden ist und die Frage sich gestellt hat, ja, was müssen wir jetzt alles machen? Dann habe ich zum Thomas gesagt, naja, ganz klar, das Erste, was wir machen müssen, die orangene Wand da hinten, die müssen wir weiß überweißeln. Ganz klar. Ja, und Thomas hat gesagt, ja, jetzt warten wir mal, was so die anderen sagen, dann schauen wir mal, wie so das Bild der Gruppe ist und so. Also ihm war auch schon das Kollektive eher wichtiger. Ja, und praktisch jedem, den ich die Wand so gezeigt habe, schon mit so einem Gesicht, gell, schau dir mal die Wand an, da haben die meisten gesagt, schön, toll schaut das aus. Ja, dann habe ich sogar mal mit meiner Nachbarin drüber geredet. Und sie war gerade so an der Tür und erzähle ich das von der orangenen Wand. Und dann macht sie die Tür auf und in ihr Flur, die Wand ist orange. Tja, dann habe ich mir gedacht, okay, hör auf, gegen den Fluss zu schwimmen. Gell? Dann hat die Madeleine auch nochmal so einen interessanten Text vorgelesen, wie man sich so quasi desensibilisieren kann. Mach den Löwenzahn zu deinem Freund. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe neue T-Shirts gebraucht, neue Radler-T-Shirts. Und dann habe ich mir glatt 3 Stück knallorangene Radler-T-Shirts gekauft. Super. Auch noch eine orangene Abdeckung für meinen Rucksack, wenn ich mit dem Radl herkomme. Und so kann ich bei vielen Gelegenheiten mich dann üben, dass die Farbe immer schöner wird für mich. Und ja, und stört mich schon gar nicht mehr und langsam gefällt es mir auch. Ja, als ein Fluss fließend, als Übung. Ja, dann eine zweite Antwort gibt's noch. Was können wir tun, um das Erwachen zu fördern? Da gibt's hier ein schönes Zitat aus dem Buch von Tai Erger. Das habe ich leider nicht dabei. Das ist auch ein Zitat, das so über den Orden kam. Damit der Baum der Erleuchtung wachsen kann, müssen wir guten Gebrauch von unseren Sorgen, unserem Leiden machen. Es ist wie bei der Anzucht von Lotusblumen. Lotusblumen wachsen nicht auf Marmor. Ohne Schlamm können wir keine Lotusblume aufziehen. Meditierende, also wir, kritisieren innere Formationen nicht und bekämpfen sie nicht. Wir verwandeln uns nicht in ein Schlachtfeld, auf dem das Gute gegen das Böse kämpft. Wir gehen sanft mit unseren Schmerzen, unserer Wut oder Eifersucht um. Wenn Wut in uns aufsteigt, üben wir uns sofort im bewussten Atmen. Einatmend bin ich gewahr, dass Wut in mir ist. Ausatmend nehme ich mich meiner Wut liebevoll an. Ja, das ist einmal jetzt eine schöne konkrete Übung auch, die mir sehr gut gefällt. Wo es ja nicht nur ums Meditieren geht, wenn beim Meditieren negative Gefühle hochkommen, sondern eben auch ganz normal im Alltag. Es kommt immer wieder der Zeitpunkt, wo man sich ärgert über irgendwas. Oder ja, wo Wut, Schmerzen da sind. Ja, bei mir ist zurzeit was Kleines zwar nur, aber ist auch ein bisschen Ärger. Also ich habe da irgendeine Entzündung da am Finger. Und als Gitarrenspieler, wenn man so zupfen will, gerade mit dem Zeigefinger, geht das halt nicht. Ja, da kommen so Gefühle hoch. Warum gerade jetzt? Das ist letzten Mittwoch passiert, wo hier das achtsame Singen war. Gell? Da habe ich nur üben müssen, wie ich das Plektrum so zwischen Mittelfinger und Daumen nehmen kann, dass ich spielen kann. Gell? Ja, aber auch ein schönes Übungsfeld. Ja, da kommt Ärger hoch. Ah, kommt Ärger. Und einerseits nicht wegdrücken wollen, also nicht meditieren und sagen, ich tue jetzt nur Atem und alles andere will ich weghaben. Aber andererseits auch nicht ignorieren wollen, dass ich sage, ach, Ärger interessiert mich gar nicht. Sondern wie Tai immer so schön sagt, liebevoll wie die Mutter, die ihr Kind umarmt. Ja, zu sehen, ja, da kommt Ärger hoch und da darf Ärger hochkommen, das ist ganz normal. Und alles gut, so wie es ist. Ja, und es war dann ein schöner Abend zum Singen. Es ging auch mit Mittelfinger zum Gitarre spielen. Und wir hatten eine schöne Zeit. Und langsam wird es auch wieder besser und ist absehbar, irgendwann ist es wieder gut. Jo, und dann bin ich auch schon
zur letzten Antwort oder bei der letzten Antwort von Tai. Und ja, da möchte ich jetzt einen Text vorlesen, den ich von der Madeleine kennengelernt habe. Den habe ich auch ausgedruckt dabei zum Mitnehmen. Wir haben vielleicht schon einige kennen, aber ich glaube, den Text kann man nicht oft genug hören. Du bist wundervoll, so wie du bist. Versuche nicht, jemand anderes zu sein. Das, wonach du suchst, ist bereits da, in dir. Es liegt nicht außerhalb deiner selbst. Du bist bereits, was du werden möchtest. Und du bist wundervoll, so wie du bist. Du musst daher nicht in die Zukunft gehen, um zu werden, was du sein willst. Alles, wonach du suchst, ist schon da, im Hier und Jetzt. Sogar das Königreich Gottes. Deine Erleuchtung liegt genau hier. Das wahre Tor zur Befreiung ist Absichtslosigkeit. Ja, wunderschön, der Text. Und gerade die letzten zwei Sätze, die sind natürlich so der richtige Knaller. Deine Erleuchtung liegt genau hier. Also nicht in der Zukunft, wie er ja vorher geschrieben hat, sondern genau hier und jetzt. Und dann der spannende Satz, das wahre Tor zur Befreiung ist Absichtslosigkeit. Und glücklicherweise hat sich jetzt auch ergeben, dass Tai Phap An uns ja besucht hat dieses Jahr. Wir hatten ja in Bayern eine schöne Zeit. Und wir waren eingeladen, ihm Fragen zu stellen. Und ich war so frei und habe ihm die Frage gestellt, wie er denn Absichtslosigkeit definiert. Die Antwort von ihm, die fand ich so schön, die habe ich dann auf den Zettel, den es dann auch zum Mitnehmen gibt, wer mag, habe ich die gleich mit aufgenommen. Also Tai Phap An hat uns gesagt, ein Ereignis wird durch viele Bedingungen verursacht. Wir tragen zu einer Bedingung bei und hoffen, die Situation zu ändern. Aber wir leiden nicht, wenn es keine Veränderung gibt. Also diese Antwort von ihm, die hat mir auch deshalb so gut gefallen, weil sie so konkret ist. Und die habe ich seitdem schon hunderte Male auch so im Alltag anwenden können. Egal, ob das jetzt Frieden und Krieg auf der Welt ist oder auch diese Klimaerwärmung oder was auch immer. Wo viele Menschen ja auch in Gesprächsrunden schon geteilt haben, ja, ich selber kann ja nur einen ganz winzig kleinen Beitrag leisten. Was kann ich da gegen das ganz Große ausmachen? Und dieser Geist, den Tai Phap An hier beschreibt, mit dieser Absichtslosigkeit zu sagen, jawohl, ich trage meine Bedingung dazu bei, das ist was Konkretes, das kann ich tun, und ich schaue dann ganz locker aber, wie sich's verändert. Wenn sich was verändert, ist gut, dann freue ich mich, aber wenn sich nichts verändert, okay, dann nehme ich das auch einmal so hin. Ja, und in dem Sinne kann man das auch zum Thema Erwachen quasi hernehmen. Wenn man so fixiert ist drauf und ich will jetzt erwacht werden, oder wenn nicht ich, dann zumindest unsere Sangha oder Deutschland soll erwacht sein, gell? Und aber Ende des Jahres schon oder so, das bringt nichts. Und heiße Empfehlung, Bedingungen schaffen, schauen, was man tun kann, dazu beizutragen. Haben wir einige Anregungen ja schon gehört. Allein die Achtsamkeit zu praktizieren, hierher zu kommen als Gemeinschaft, als Gemeinschaft miteinander zu üben, zu essen, zu gehen, zu sitzen und alles zu machen. Damit schaffen wir Bedingungen. Ja, und dann können wir gelassen schauen, wie es sich entwickelt. Und ich glaube, man merkt schon an einigen Stellen, an einem selber merkt man es vielleicht am schnellsten, aber auch an anderen merkt man es, es bewegt sich was. Ja. An der Stelle und auch in Anbetracht der Zeit würde ich dann quasi den offiziellen Teil, den Vortrag beenden mit drei Klängen der Glocke.